Also, unsere Expedition ist unterwegs in die neue Welt. Die schippert gerade hier rum und ist dann, ja, demnächst damit beschäftigt, die neue Welt zu erkunden, zu erforschen, zu entdecken. Und ja, demnächst haben wir dann auch was damit zu tun. Derzeit bin ich hier dabei, noch kurz ein, zwei Aufträge zu machen. Ach, das ist ja wirklich Laufen Koordinaten an. ganz schnell erledigt. Wo bin ich denn das zweite Schiff? Ja. Kanonenboot. Man hinkt ein bisschen hinterher. Hast du mich erschreckt? Alles erledigt? Immer das Gleiche mit dir. Du bist so schreckhaft. Du hast einfach den Dreh raus. Yep. So. Haben wir noch eine Aufgabe? Wir haben hier noch eine Aufgabe. Schauen wir mal, was die Flotte will. segelt in Formation. Ich brauche einen Spezialisten hierfür. Geleitschutzaufgabe für 14.000. Machen wir doch. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Hier oben. Jawohl. Flotte beginnt Geleitschutz. Krieg mal hin. Wie schaut es jetzt aus mit Wurst? Haben wir genug Wurst? Immer noch nicht. Was macht ihr eigentlich? Nicht genug Wurst und nicht genug Schwein. Meine Leute hier fragen sich, wo das Zeug bleibt. Kann ja nicht sein, oder? Die Produktion. Oh, Entschuldigung. Schwein. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Jo, mach ich. Und ab geht die Post. Machen meine Schiffe automatisch. Jetzt schauen wir hier nochmal. Wir produzieren 6, verbrauchen 5. Wir produzieren 3 und verbrauchen nicht ganz 3. Also eigentlich müssten wir auf dem grünen Zweig sein. Deswegen lassen wir es jetzt nochmal so weiterlaufen. Ja, der Balken füllt sich auch langsam. Ah, ein Schweinhammer. Und eine Wurst, okay. Dann schaut's hier auch ganz gut aus, ne? Dann kriege ich auch überall wieder ein paar Münzen dazu. Noch eine Aufgabe? Könnt ihr eigentlich auch noch annehmen, oder? Nö. Hä? War das nicht der? Ach, ich habe 2 jetzt. Okay, wo ist der andere? Der ist hier unten, okay. Ja, dann machen wir erstmal die eine und dann die andere. Bei dem einen verdienen wir, glaube ich, 14.000 und bei dem 13.000 oder 12,5. Ja, das sind so kleine Nebenaufgaben, die machen die wir halt meisten einfach. Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Wirst schon sehen. Allianz gibt's nicht, nein. Himmel, Arsch und Zwirn! Hey! Für dich mache ich nochmal Aufgaben. Geht's mir nur wirklich nicht. Will keine Allianzen, akzeptiert es doch einfach. Das Einzige, was ich noch will, ist vielleicht hier Handelsrechte. Unmöglich, toll. Kostbare Ladung, pass gut drauf auf. Was habe ich jetzt eigentlich weggeklickt? War das auch wieder irgendeine Aufgabe? Ah, die sind schon da oben angekommen. Okay. Alles gut. Also Diplomatie wollte ich nochmal schauen.
Geschenk anbieten. 12.000. Das machen wir mal. Je wohlhabender der Händler, desto armseliger das Geschäft. Toll. Und die lehnt einfach ab. Ich möchte gern einen Handelsvertrag mit ihr haben. Naja, dann halt nicht. Und das sind die Schiffe, die mich jagen, oder was? Hey Leute, wer schießt da eigentlich alles auf mich? Ah. Gut. Mein Kontor macht das eine Schiff fertig. Genial. Und die anderen kommen nicht hinterher. Nur gar nicht wusste, dass die Kontore Kanonen haben. Cool. Schiff unter Beschuss. Na gut, Leute, also. Feindliches Ziel erfasst. Auf geht's. Flotte bereit zum Feuern. Und tschüss. Und wieder hinterher. Na komm. Flotte beginnt Geleitschutz. Der wartet zwar auf euch, aber muss ja nicht ewig lang dauern. Ah. Meine Expedition hat übrigens die Karte verlassen. Sag mal, was ist los? Sorry, ich habe einen totalen Frosch am Hals. Ich muss husten ohne Ende. Oh. Also, sorry. Für die Folge ist es vielleicht ein wenig lästig. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Ständiges Kratzen im Hals. Ja, komm, weiter geht's. Wir sind alle schon da. Kannst weiterfahren. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Okay, also, wie schaut's aus? Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleich tut. Ah, oh, Nachmacher. Okay. Ich habe schon gedacht, ich muss irgendwas machen, aber das ist noch nicht so weit. Habe ich noch ein bisschen um die Aufträge hier kümmern. Aber ich habe hier auch noch einen Auftrag. Irgendwo ist noch ein Wimmelbild wahrscheinlich, oder? Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Fotografie, was muss ich fotografieren? Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Eine Ziegelei. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. So, haben wir es doch schon. Hey, Sie haben Wort gehalten. Für die Handelskammer was. Mich würde interessieren, wo wir hinfahren. Ach, bloß zum Hafen hinunter. Okay. Aber ja, klar, geschafft. So, sorry Leute, ich muss mal kurz meine Nase putzen. Aber zumindest habe ich den Ton dazu ausgemacht. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal nichts mehr sage und ja, keine Bewegungen mache durch entweder Husten oder mir die Nase putzen. Ich komme auf jeden Fall wieder zurück.
Ihr habt wohl eine Handelsbeziehung, ne? Kann das sein? So, wir sind da. Flotte geht auf Fahrt. So, jetzt muss ich 2 Meter segeln und kann dann die Belohnung abholen. Ist es getan? Ja. Die Zuverlässigkeit in Person. Ich weiß. Flotte beginnt Geleitschutz. Und dann eskortieren wir noch das 2. Schiff. Bis dahin soll die Expedition sich jetzt mal überlegt haben, was sie will. Schauen auf die alte Weltkarte, auf die Weltkarte. Expedition ist hier unterwegs. Noch 4 Minuten, dann ist er da. Ist auch noch irgendwas? Ein Szenario, okay. Ja, ich will jetzt kein Szenario starten. Habe noch gar nicht gesehen, dass es da Szenarien gibt, die man starten kann. Was passiert da? Ein Wasserkraftwerk errichten und gleichzeitig das zerbrechliche Ökosystem der Insel im Gleichgewicht halten. Okay. Naja, aber machen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Könnt ihr mir vielleicht mal kurz in die Kommentare schreiben, kann ich das nur im Spiel auswählen oder kann ich das auch vom Hauptmenü praktisch starten, dieses Szenario? Ich habe noch nie ein Szenario gespielt in Anno 1800. Deswegen die Frage, ich bin da gerade völlig blank. Vielleicht einfach mal kurz einen kleinen Kommentar dazu. Wäre super. Und wir gehen nicht ganz zurück, ich will eigentlich dahin. Wo seid ihr? Seid gleich da. Ihre Majestät hat nur wenig Geduld. An Ihrer Stelle würde ich mich beeilen. Ja, bin doch schon unterwegs. Immer with the Ruhe. Neben dem Schutz schätze ich auch die Gesellschaft. Ja, bleib mal beim Schutz. Außer du fährst mit. Auch wieder zu Madame Kahina. Hätte ich gleich mitnehmen können vorhin, oder? Ihr Hafen wird angegriffen. Puh. Ich hab noch gar keine Chance. Ich habe noch nie gesehen, dass die Kontore mitfeuern. Blub, 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 blub. Ah, und du wolltest dich aus dem Staub machen, oder was? Ach so. Du bist mein Schiff, das ich verteidige. Okay. Das sind Delfine, oder? Ja, cool. Tschüss. Nein, das sind Thunfische. Keine Delfine, das sind Thunfische.
So, jetzt könnte eigentlich die Expedition gleich soweit sein, ne? Keinerlei Verpflichtungen. Ein Geschenk? Na gut. Ja, die Expedition wird sich gleich melden. Wäre schön, wenn ich bis dahin noch die Aufgabe abgegeben habe, aber es läuft da nebenbei, das passt schon. Und so eine große Stadt möchte ich auch mal haben. Wobei, so schön ist die auch wieder nicht, ne? Naja, gut. Die ist nicht schön, aber groß. Hier ist alles einfach nur voll. Die fahren wieder von unten hin. Okay. Ja gut, komm. Solange werde ich nochmal die Produktionskästen. Ketten durchschauen. Schaut aber soweit ganz gut aus. Da ist alles voll. Könnten wir fast unser Kontor irgendwie erweitern, dass wir da mehr produzieren können. Eine Laderampe mehr. Und ja, 75 Lagerplatz mehr, das machen wir. Gut. Und schon könnt ihr wieder produzieren. Wenn ich den hier aber ausbaue, dann kommen da Wartungskosten dazu. Das muss nicht sein. Das brauchen wir nicht unbedingt. Nicht der Wind, das Segel bestimmt die Richtung. Okay. Stimmt aber. Gegen den Wind dauert es halt einfach nur länger. Adrio, das macht mich froh. Gerne doch. Das heißt, du fährst jetzt auch gerade weg da oben, oder? Machst du das? Nö. Na, du bist vorhin schon gefahren, okay. Okay. Dann können wir ja auch wieder heimfahren, ne? Stellen wir uns da dazu. Lotte unterwegs. Ah, Reparaturkran habe ich da. Jetzt schauen wir mal, ich habe noch andere Sachen, die ich bauen kann in dem Hafen, oder? Flammenwerfer hätte ich zum Beispiel. Oder was kann ich hier noch bauen? Kanonenturm. Und Geschützstellung. Was haben die für eine Reichweite? Lange Distanz. Mittlere Distanz. Steht jetzt nicht wirklich irgendwo da, ne? Besucherhafen, fordert denn irgendjemand irgendwann mal? Meine Augen glänzen vor Wonne. Nö. Nö. Ich überlege gerade, ob wir den wegen befestigen, den Hafen. Mit entweder Geschützen. Mittlere Reichweite. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Okay, das werden wir dann sozusagen verschieben. Ja, jetzt machen wir erstmal die Expedition. Lass mal endlich in die neue Welt kommen. Alles hört auf Ihr Kommando.
von einem furchteinflößenden pyrphorischen Schiff in die Enge getrieben. Ihre Expedition hat endlich Südamerika erreicht und alle freuen sich auf etwas wohlverdiente Ruhe. Die Nacht ist herangebrochen und ihr Schiff hat bereits die friedliche Bucht erreicht, als der Ausguck ruft: Hinter uns! Und da, in der Dunkelheit, leuchtet ein Drache aus Eisen, in dessen Nüstern Feuer lodert. Das gleiche Schiff wie das des Mörders von Mr. Good. Aber mehr als doppelt so groß. Wir sind ihm ausgeliefert. Die Bucht wurde jedoch nicht vom strahlenden Mond beschienen. Und es ist möglich, dass sie der Drache noch nicht entdeckt hat. Wenn sie sich zeigen, können sie nicht erwarten, ihm gewachsen zu sein. Sondern nur hoffen, ihn irgendwie so lange hinzuhalten, dass sie fliehen können. Also sicher rauskämpfen, 20% Erfolgschance. Und die Dunkelheit ausnutzen und versuchen, sich vorbeizuschleichen, 10%. Wie schaut's aus? Rauskämpfen? Oder sich vorbeischleichen? Ich würde sagen, wir kämpfen uns raus. Die Kanoniere zielen gut, aber der Drache sammelt seinen feurigen Atem. Sich mit dem ungeschlachteten Gefährten anzulegen, ist eine demütigende Erfahrung. Seine Größe, seine Kraft, die fußdicke Panzerung der Außenhaut, von der ihre Kanonenkugeln einfach abprallen. Die Mannschaft scheint geschlagen, bis ihr aufgeht, dass ihr präziser Beschuss des Hex zwar keine äußeren Schäden zu bewirken scheint, aber dafür ein Problem im Maschinenraum. Auf dem Drachen reagiert man bereits und maskierte Gestalten schicken sich an, das Bestienmaul scharf zu machen. Eine große Feuerkanone, sie müssen schnell handeln. Weiter auf den geschwächten Antrieb zielen oder die Gelegenheit ergreifen und aus der Bucht fliehen. Ich will die niedermähen. Weiter auf den geschwächten Antrieb schießen. Diesmal zielen die Kanoniere nicht ganz so gut. Ihre Kanonenkugeln rollen über das solide eiserne Deck wie Elfenbeinkugeln über einen Billardtisch und hinterlassen kaum eine Beule. Das Maul des eisernen Drachen klafft über ihrem kleinen Boot und die erste Feuerlohe daraus verbrennt die Männer an der Heckreling. Die Schiffe sind einander nah genug, um zu entern, aber die Schurken sind zu zahlreich. Sie können entweder versuchen, Verwirrung zu stiften, indem sie ein paar von ihren Stinktopfgranaten werfen oder auf die Feuerkanone selbst zielen. Ich will die Feuerkanone ausschalten. Der Schuss ist gut genug. Ein Kanister mit Gas für ihre Waffe löst sich pfeifend aus seinem Gehäuse und bläst stoßweise Feuer über das Deck. In diesem Augenblick verliert der Feind einiges von seinem Nimbus des Geheimnisvollen, als die vermummten Gestalten drum ringen, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Fluchtkurs ihrer Mannschaft führt sie dicht am Feind vorbei, wo die Männer das verhasste, raue Eisen der Panzerung, die Armee spöttischer Masken und die Feuergrube eines Mauls aus der Nähe betrachten können, das leicht ihr Ende hätte sein können. Die Expedition mag jetzt die Möglichkeit haben, Saramento zu finden, aber es ist beunruhigend, dass ihnen die Pyrphoria einen Schritt voraus zu sein scheinen und über derart beängstigende Maschinen verfügen. Ihre Männer lagern in einer versteckten kleinen Bucht weiter die Küste entlang, wo sie mit der Reparatur des Schiffs beginnen. Okay, haben wir gut gemacht. Glücklich, aber gut gemacht. Kapitän wartet auf neue Befehle. So, zusätzliche Rationen fortsetzen oder heim? Natürlich zusätzliche Rationen. Dann lass mal weitermachen. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Hause hier. Und haben uns gerade überlegt, was wir denn hier bauen. Wir wollen auf lange Sicht was machen, oder? Dann würde ich sagen, machen wir. Einmal auf lange Sicht da. Einmal. Und da. Und dann Geschützstellung auf mittlere Reichweite. Wow, du hast aber ein paar dicke Dinger. Ja, gell? Jetzt müssen die bloß noch irgendwie gebaut werden. Blaupausenmodus, was fehlt? Oh, Kanonen fehlen. Ha! Oh,
Habe ich gar nicht drauf geachtet, was ich brauche. Fünf Kanonen und ich habe vier. Naja, haben wir noch bald. So, meine Schiffe sind auch schon angekommen. Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch das Abwarten, ne? Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Jo. Aha. Zwei Ruf dazu gewonnen. Wow. Habe ich schon vier Ruf. Kann man mit dir jetzt irgendwas machen? Äußerst gering. Ja, ja. Dann will ich das jetzt auch gar nicht versuchen. Ne? Soll ich dir noch irgendwie Geld geben? Nochmal 12.000. Das behalten wir schön für uns. Ach ja. Eingeschränkte Handelsrechte. Wir warten einfach noch mal ein bisschen. Vielleicht bietet sich noch eine bessere Gelegenheit. Schauen wir mal, ich könnte doch vielleicht noch ein Geld verdienen noch mit Handel, oder? Von was haben wir genug? Also so richtig genug. Wir könnten vielleicht einmal ein paar Nähmaschinen verkaufen, oder? Machen wir das Limit mal auf 80 und alles, was drüber ist, kann er verkaufen. Und haben wir noch? Fensterglas vielleicht? Aber bei 80? Muss auf jeden Fall was sein, wo wir genug haben eigentlich davon, oder? Quarzsand könnte man machen. Würde aber auch auf 80 machen. Das heißt, wir können da nichts verkaufen davon. Oh, Schwein geht ziemlich nach oben. Das ist gut. Stahl? Machen wir bei 100, ha? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ich muss mich mal um irgendwas kümmern. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo brennt's? Ah. Da hinten brennt's und hier. Achso. Kanonengießerei, alles klar. Kann ich dann weitermachen, wenn das Feuer gelöscht ist. Hier wird's mir zu heiß, Boss. Na, frag doch mal den. Das ist der Brand viel intensiver. Hast du auch schon wieder gelöscht? Admiral! Admiral! Naja, ich bin gleich bei dir. Ich habe jetzt ein anderes Problem. Muss mal schauen, dass die Feuerwehr hier löscht. Ja gut. Machen wir mal die Expedition. Die Feuerwehr macht das schon. Die Suche nach Saramentor. Ich zeichne sie mit einem S auf der Karte ein, sagt Ramon, ein Einheimischer, den ihn Sir Archibald mitgegeben hat. Warum nicht mit einem X? Will der Kapitän mit einem Anflug von Enttäuschung wissen. Saramento, sagte Ramon mit einem lebhaften Funkeln in den Augen. Sie ist der Schlüssel zu allem. Nachdem sie viele Tage lang die Küste der neuen Welt entlang gefahren sind, ist es jetzt an der Zeit zu entscheiden, wie es von hier aus weitergehen soll. Voraus lädt die breite braune Mündung eines Flusses zur Fahrt ins Landesinnere ein, dessen Gefahren unsichtbar hinter der nächsten Biegung lauern. Vielleicht wäre der Weg über Land leichter? Wirft der Navigator hoffnungsvoll ein. Ein Blick auf den finsteren, unheilschwangeren Urwald lässt vermuten, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.
Doch welches ist das geringere Übel, Admiral? Naja, gut. Ich würde sagen, flussaufwärts fahren. Seien Sie unser Anker. Der pyrphorische Drache ist Ihnen wieder auf den Fersen. Zunächst wollen Sie es nicht wahrhaben. Das entfernte Stampfen einer Dampfmaschine und die schwarze Rauchwolke über der unregelmäßigen Wipfellinie der Mangroven. Ihre Männer, die so entspannt waren, dass sie eine Ansammlung gelber Blumen am Südufer bewundert haben, sehen sich plötzlich mit einem doppelten Grauen konfrontiert. Denn während sich hinter ihnen der pyrphorische Drache schnell nähert, warten hinter der nächsten Biegung ein paar tückische Stromschnellen, die ihnen schäumend entgegenrauschen. Auf einer Seite befindet sich eine sehr schmale Bresche, durch die sich ein ausgezeichnet navigiertes Schiff gerade eben quetschen könnte. Alternativ dazu könnten sie versuchen, den Pyrphoriern den Weg mit Schüssen auf die hohen Klippen zu versperren. Puh, stehen denn unsere Chancen? 20%, wenn wir die Klippen beschießen. Machen wir doch mal, oder? Aber ich glaube, dann können wir auch nicht mehr zurück. Zu wenig Gestein fällt herunter. Der kleine Sandsteinregen hält die Pyrphorier nicht auf und ihnen bleibt keine Wahl, als gegen die Stromschnellen anzusegeln. Ein durchdringendes Splittern ist zu hören, als der Rumpf des armen Schiffes bei der Fahrt über die Stromschnellen unter Belastungen leidet, für die er nicht geschaffen wurde und Wasser eindringt. Sie sehen zwar, dass der eiserne Drache wendet und flussabwärts dampft, aber sie müssen jetzt entscheiden, ob sie ihr Schiff reparieren oder aufgeben. Nein, ich repariere das. Kannst vergessen. Ramon entschuldigt sich, doch es ist nicht seine Schuld. Sie sind zu tief herabgestiegen und gezwungen, durch Matsch und Guano zu kriechen. Ein Mann mit Klaustrophobie fällt in Ohnmacht. Nach einigen erschöpfenden Stunden erreichen alle auf einer unscheinbaren Lichtung direkt über dem auf ihrer Karte eingezeichneten S wohlbehalten wieder die Oberfläche. Was ist das? Ein junger Matrose stößt auf einen mit Moos überwucherten Bunker im Waldboden. Lange aufgegeben, lacht er. Deine Informationen müssen völlig überholt sein, Ramon. Viele Jahre überholt, ruft eine Stimme. Nein, völlig anders. Viele Jahre überholt, ruft eine Stimme aus den Bäumen. Blätter rascheln, als überall Gewehre auftauchen und auf sie gerichtet werden. Sie! Ein Mann mit Kapuze tritt vor und zeigt auf sie. Sie kommen mit uns! Sie werden gefesselt und mit einer Augenbinde versehen und finden sich nach einer Bootsfahrt vor der Frau wieder, die sie für Isabel Saramento halten. Wer sind sie, will sie wissen, und warum sind sie hier? Ehrlichkeit oder... Ja doch, ehrlich ist alles, aber letztendlich, fangen wir mal so an. Ich bin das Kind von Samuel Good. Isabels Augen blitzen vor Wut. Ach so, Sie haben Ihren Vater einen Verräter genannt, weil er Sie uns verkauft hat, den lästigen Rebellen, und jetzt kommen Sie her, um das Richtige zu tun und sich die Insel zurückzuholen? Daran hätte Ihr Vater denken sollen, bevor er Sie verkauft hat. Geschäft ist Geschäft. Es ist ein Eingeständnis, dass dieses Geschäft in keinerlei Hinsicht gut war. Sie nimmt das Fass und lässt Wein über ihren Kopf laufen. Vielleicht lasse ich meine ganze Wut an Ihnen aus. Auch wenn es mein Vater war, die Pyrphorier müssen ihn zum Verkauf gezwungen haben. Geben Sie es zu, Sie haben sich mit den Pyrphoriern verschworen, um sie zu kaufen. Mach mal so. Von einem imperialistischen Schwein muss ich mir keine Beleidigungen gefallen lassen, tobt Isabel, indem sie das Fass fallen lässt und drohend das Stiefelmesser hebt. Besser, Sie sagen jetzt das Richtige. Ja, okay, viel Wahl habe ich nicht. Sehen Sie denn nicht, dass die Pyrphorier durch und durch böse sind? Isabel seufzt und lässt das Messer sinken. Sie stürzt sich auf das Fensterbrett und betrachtet das türkisblaue Wasser. Dann sind sie gegen die Pyrphorier. Man hat mir berichtet, sie hätten versucht, ihnen mit einem eisernen Drachen beizukommen. Sie atmet tief ein und wieder aus. Ich habe es nicht geglaubt. Und doch, sie haben ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen. Isabel bedeutet den Wachen, ihre Fesseln zu lösen. Ich sollte mir wenigstens anhören, was sie wegen alledem unternehmen wollen. Okay.
Palmen. Ja. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, das die Pyrphorier nicht längst getan haben? Isabel Sarmento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht, aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphorier ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyrphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? Alter! Neues Spielgebiet freigeschaltet. Neue Region entdeckt. Kapitel 3 Prosperity. So, wir sind also in der neuen Welt angekommen und kriegen jetzt gleich unsere erste Aufgabe. Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Na, das ist doch ein Deal. Die Pyrphorier würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge? Wir werden dir helfen, aber erst musst du uns helfen. Alles klar, den Deal gehe ich ein. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyrphoriern. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Wie wir alle. Okay. Also, wie gesagt, wir sind in der neuen Welt angekommen. Bei dem geilen Wasser, wenn ich das mal so bemerken darf. Lesen Sie selbst! Sprung in die neue Welt. Die Geschwister... wagen sich in unbekanntes Terrain vor und machen Isabel Sarmento ausfindig. Wird diese antiimperiale Rebellenführerin kooperieren? Ist sie der Schlüssel zur Wahrheit über Samuel und den Verkauf der Insel Prosperity? Dies und weitere Antworten erfahren Sie in der nächsten Folge unserer Kampagne Anno 1800 bei Rallye Gaming TV. Seien Sie auch wieder mit dabei, verpassen Sie nicht die nächste Folge. Deswegen auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ein Like unter dieses Video. Ah, und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.